Wir fahren als erstes früh morgens unsere Gäste in der Tagesstätte mit einem Sammeltransport an die entsprechenden Standorte, nach Storkow oder nach Bad Saarow. Das ist ein Zeitfenster von 1,5 bis 2 Stunden etwa. Und da gibt es dann ab 15 Uhr, 15.30 wieder die Rückfahrt, die dann stattfindet. Und den Zwischenteil, den organisieren wir mit Servicefahrten, wo wir dann ganz vielfältige Aktivitäten mit unseren Patienten erfüllen. Wir fahren hauptsächlich zum Einkauf, zu Ärzten. Wir machen Transporte mit und für sie in unterschiedlichster Form und erledigen Dinge, die sie im Alltag alleine schwer oder nicht mehr machen können. Kommen so unter Leute, ein bisschen auf den Markt schlendern, das und jedes kaufen, was sie doch nicht immer so die Kinder so mitkriegen können. Und da freuen sie sich, wenn sie das alleine alles so einkaufen können, nicht? Das gefällt sie, nicht? Mhm. Ja, dann fahre ich sie dann auf den Markt und hinterher fahren wir kurz nochmal in ein anderes Geschäft einkaufen, kurz, was sie so möchten. Kleinigkeiten mal, wie so zum Arzt, zur Apotheke und alles so. Das wird dann alles nebenbei noch schnell erledigt. Und da freut sie sich richtig und dann geht's wieder nach Hause, nicht? Ein ganz klares Beispiel für unsere Fahrdienstleistung ist der Einkauf, der wöchentliche oder tägliche Lebensmitteleinkauf für die Patienten, den sie ganz häufig nicht mehr alleine machen können und oftmals auch nicht mit unserer Hilfe. Und dann fahren wir mit einem Einkaufszettel alleine los. Sonderfahrten sind zum Beispiel als Gruppenfahrten auch möglich. Da hatten wir im letzten Jahr zu Weihnachten eine Lichterfahrt zu den Weihnachtsmärkten in Berlin. Und jetzt aktuell steht eine Fahrt an in den Spreewald, auch mit einer Gruppe, mit einer Begleitung durch eine Krankenschwester sogar. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ja, wir haben also Gäste von der Firma Anke Reinke, Pflege mit Herz heute hier im Spreewald. Viele Gäste kommen und das ist eine schöne Sache. Heute eine ganz spezielle Geschichte. Wir sind rausgefahren, haben die Gurken probiert im Spreewald, was hier unbedingt dazugehört, neben der Kahnfahrt eine ganz schöne Sache. Und dann wird es jetzt auch noch einen traditionellen Heuschober geben auf der Rückfahrt. Und dann sind die Gäste schon ganz gespannt auf das Mittagessen im Flaggschiff am großen Hafen in Lübbenau. Das wird nochmal eine schöne Sache mit Blick auf den Hafen, auf die Hafenanlage. Unser großes Panoramafenster direkt vom Flaggschiff aus wird man dann einen wunderbaren Blick auf die Hafenanlage haben.